Kommen zu einem Video über passive elektrische Bauelemente. Jetzt geht es um die Keramikkondensatoren. Das Prinzip der Kondensatoren ist also in den Grundlagen bereits besprochen worden. Wir machen also Folgendes. Wir haben im Wesentlichen zwei Metallplatten. Zwischen diesen Metallplatten befindet sich ein sogenanntes Dielektrikum. Das kann im Extremfall Vakuum sein. Und diese Metallplatten sind gekennzeichnet durch eine Fläche A und einen Abstand D zum Beispiel. Und wir legen jetzt an diese Metallplatten von außen eine Spannung U an. Kann also eine Gleich- oder eine Wechselspannung sein, hängt dann von dem entsprechenden Kondensatortyp ab. Und dieses technische Bauelement, das nennen wir Kondensator, und die Eigenschaften dieses Dielektrikums sind also durch das Epsilon gegeben, und Epsilon ist also gleich die elektrische Feldkonstante Epsilon 0 mal der relativen Permittivität, das wird auch Permittivität genannt, Epsilon R vom Material. Und daraus bekommen wir dann eine Formel für die Kapazität, die so aussieht: die Kapazität dieses Kondensators ist also nichts anderes als Epsilon, also die Permittivität mal der Fläche dieser Platten, die wir hier oben haben, durch den Abstand der Platten zueinander. Das ist also die wesentliche Formel für die Kapazität. Und schauen wir uns nochmal an, was war Kapazität? Also Kapazität hat die Einheit Farad, also F. Und im Generell ist die Kapazität nichts anderes als die verschobene Ladung, also das ist Delta Q, bezogen auf die Spannung, die wir also hier anlegen. Also das ist also die Kapazität. Kurze Wiederholung. So, und jetzt wissen wir, dass Energie in diesen Kondensatoren, in diesen Kapazitäten gespeichert ist. Das heißt, wir können also eine Energie W in diesen elektrisch in diesen Kondensator speichern, und die wäre dann C mal der Spannung, die am Kondensator anliegt, zum Quadratteil, so Energiespeicherung. Das ist das eine. Das zweite, was wir später noch sehen werden, ist, der Kondensator ist ein frequenzabhängiger Widerstand, also frequenzabhängiger Widerstand. Das ist also das nächste, was wir noch einsetzen werden. Und für uns, wir schauen uns jetzt die erste Bauform an, die technisch interessant ist und die in den höchsten Stückzahlen hergestellt wird. Das ist also der Keramikkondensator, und der erste Typ, der gleich der Zeichnung entspricht, ist also der Einschicht. Oder Single Layer. Kondensator, und der ist sehr einfach aufgebaut. Also in Wirklichkeit wird eine Keramikplatte hergenommen. Also im Wesentlichen ein Keramikteil, ob rund oder eckig, das ist also grundverschieden, ist jede mögliche Form Maske, also machbar. Und dann wird hier eine Metallisierung aufgebracht auf der Ober- und auf der Unterseite. Und auf diese Metallisierung selbst erfolgt dann eine Kontaktierung. Und wenn wir eine bedrahtete Bauform haben, dann ist es eigentlich schon fertig, das Ganze. Und dann wird normalerweise noch eine Schutzschicht um dieses gesamte Teil gegossen. So eine Schutzschicht. Und damit haben wir also einen Einschicht-Keramikkondensator bereits fertig. Bei den Kondensatoren generell gibt es also zwei verschiedene Klassen. Wir haben also die Klasse 1 Kondensatoren. Die haben einen sehr kleinen Wert, das heißt der Kapazitätswert, der liegt also irgendwo zwischen Pikofarad und Nanofarad. Das Epsilon R
dieser Materialien, das sind so Titanate, die da drinnen sind, also Keramiken, liegt also im Bereich von ungefähr 40, ist also nicht so groß. Aber dafür haben wir bei den Class 1 Kondensatoren also eine extrem hohe Stabilität, keine Alterung und wir haben also sehr stabile Kapazitäten, also sehr stabil. Materialien, die man findet, aus denen die bestehen, werden also abgekürzt mit COG, oder C0G und NPO. Also, wenn man in den Datenblatt reinschaut, man findet diese beiden Bezeichnungen, dann weiß man, man hat hochstabile Kapazitäten. So, und diese Einschichtkapazitäten, die haben jetzt natürlich nur einen sehr begrenzten, eine begrenzte Kapazität, und um das jetzt zu erhöhen, ist man zur Mehrschichtkapazität übergegangen. Oder Multilayer. So. Wie baut man jetzt eine Multilayer sinnvollerweise auf? Na, eigentlich kann man so eine sehr einfache Kammstruktur sich vorstellen. Das heißt, ich beginne hier oben mit der obersten Platte, etwas versetzt an die nächste Platte und dazwischen drin das Dielektrikum. So. Und das geht jetzt gleich so weiter. Hier kommt also die nächste Platte, dann wieder eine Platte, das nächste Dielektrikum. Das setzt sich jetzt n-mal fort. Dazwischen muss noch eine Abstützung drin sein, die entsprechend eben hier drin ist. Und wenn wir jetzt diese Platten miteinander kontaktieren, hier draußen, so, dann haben wir nichts anderes als eine Parallelschaltung von zwei verschiedenen Kondensatoren. So. Und bei der Parallelschaltung wissen wir schon, das C-Gesamt ist also gleich das C1 plus C2 und das kann dann N-Schichten noch einnehmen, also bis zu Cn. Und mit diesen Multilayer-Kondensatoren kann man jetzt natürlich Vielfache von diesen oberen Kapazitäten hinbekommen. Und was weiter aber noch interessant ist, wenn wir jetzt auf die Klasse 2, also Klasse 2 Kondensatoren übergehen. Die Klasse 2 Kondensatoren, da haben wir also ein Epsilon-R in einem Bereich, der wesentlich größer ist, also der ist irgendwo vielleicht kleiner, 15.000. Das heißt, wir sehen also schon einen maßgeblichen Unterschied. Die Materialien sind hauptsächlich Bariumtitanat, aus dem das Ganze hergestellt wird. Es ändert sich aber ständig die Materialkomposition. Und wir können damit Kapazitäten in einem Bereich wieder von Picofarad bis jetzt Mikrofarad, also vielleicht 100 Mikrofarad hier, aber vielleicht Mikrofarad angeben. Das heißt, man kann bereits nennenswerte Kapazitäten damit herstellen. Allerdings, ein Problem haben wir, und zwar, die Kapazität ist also sehr temperaturabhängig. Die Kapazität ist zeitabhängig, also die altert. Und die Kapazität ist auch noch spannungsabhängig. Also, von angelegten Spannung. Jedenfalls, und immer nehmen diese Kapazitäten ab, und in weiterer Folge kann natürlich auch noch eines passieren. Aufgrund dieser Abnahme wird also nach einer bestimmten Zeit die Kapazität außerhalb der Toleranzen sein. Was haben wir überhaupt für Toleranzen? Standardmäßig kaufen wir solche Kondensatoren mit 20%, also plus minus 20%. Welche Werte gibt es vorrätig? Meist ist also die E6-Reihe angegeben. Und bei der E6-Reihe können wir uns vielleicht noch erinnern an die E-Reihen der Widerstände. Haben wir also 6 Werte pro Dekade und die 6 Werte pro Dekade, die beginnen also mit 1,0, gehen dann weiter auf 1,5, dann 2,2, 3,3, 4,7 und 6,8. Das sind also diese 6 Werte und dies können also über diese weiten Bereiche eben rübergehen. Wir können jetzt also noch eine Frage stellen, na, wie ist das eigentlich?
wo werden überhaupt solche Kondensatoren eingesetzt, als Einsatz? Also vorwiegend bei der Entstörung. Schaltungen, elektronische Schaltungen. Aber auch die größeren Kapazitäten zur Energiespeicherung, speziell bei ICs, werden also sehr nahe an den Pins die Kondensatoren gesetzt, um eben die Energieschlager bereitstellen zu können. Was können wir noch über Kondensatoren sagen? Na, allgemein können wir ein Ersatzschaltbild angeben. Was uns tatsächlich erwartet, wenn wir so einen Kondensator hierher nehmen. Eigentlich wollen wir nur genau eine Kapazität produzieren. Aber jetzt haben wir das erste Problem, dass es hier außen an den Platten Leckströme gibt. Und wenn wir jetzt aufladen, wird das irgendwo nach einer bestimmten Zeit die Ladung verschwunden sein. Und das wird modelliert durch einen parallelen Widerstand, das ist ein Ladewiderstand. So. Das nächste, was wir wollen eigentlich nur eine Kapazität produzieren, aber wir haben Anschlüsse. Und Anschlüsse bringen immer, wenn Strom fließt, ein Magnetfeld mit sich, also wir haben ein L, und zwar hier in einer Serienersatzschaltung, Ersatzserienschaltung, also das ESL in unserem Fall. Und dann merken wir eines, wenn wir also solche Kondensatoren betreiben, und zwar vor allem mit Wechselspannung, dann werden sie sich auch erwärmen, das heißt die Erwärmung selbst wird also durch einen Widerstand RESR gekennzeichnet. Und das ist jetzt eigentlich das, was wir wirklich bekommen. Und je besser der Kondensator ist, umso weniger fallen diese Größen ins Gewicht. Also der wird jetzt sehr klein sein, der wird jetzt sehr klein sein, der wird riesig groß sein, damit sich das Ding nicht entlädt. Und damit haben wir im Wesentlichen auch die Ersatzschaltung für so einen Kondensator, für einen realen Kondensator hier vor uns liegen. Was können wir noch sagen? Im Wesentlichen haben wir eigentlich damit die Keramikkondensator abgedeckt. Ja, Vorteile und Nachteile, noch nicht so schlecht. So. Also Vorteile, Nachteile, fassen wir nochmal zusammen. Vorteile. Also, das Ding kann ungepolt eingesetzt werden, also wir müssen nicht Rücksicht nehmen auf das Plus und Minus der Spannung ungepolt. Dann, als nächstes ist relativ spannungsfest, also kann, wenn die Baugröße groß genug ist, die Spannung gut aushalten. So, Kondensatoren können auch in der Hochspannungstechnik eingesetzt werden. Und wenn wir also praktisch die Klasse 1 hernehmen, dann haben wir eine sehr geringe Alterung. Aber wenn wir auch die Klasse 2 hernehmen, haben wir also verglichen mit Elektrolytkondensatoren, ELKOS, eine geringe Alterung, also die Lebenslänge. Was sind die Nachteile, wenn wir jetzt das rein vom Aufbau her anschauen? Die Nachteile sind sicher, dass die Kapazitäten relativ begrenzt sind, also das C ist eigentlich ziemlich klein. Als nächstes, nachdem es Keramik ist, kann es also leicht brechen durch mechanische oder thermische Einflüsse, also brechen, vor allem bei Vibrationen ist aufzupassen. Und diese Kondensatoren können leicht kurz schließen, also wenn sie brechen, dann schließen sie kurz. Und das ist natürlich besonders schlecht. Wenn wir die zur Pufferung oder zur Energiespeicherung verwenden und wir erzeugen jetzt einen Kurzschluss, dann ist die Versorgung auf Null gezogen. Die nachfolgenden Schaltkreise können also nicht mehr versorgt werden. Also dieser Kurzschluss beim Brechen ist also ein ziemlicher Nachteil. Ja, und wie gesagt, wenn wir also jetzt noch der Spannung ansehen, also ansehen, wie es breitet sich, dann haben wir bei der Klasse 2, geht also die Kapazität herunter, wenn die Spannung also oben ist. Das heißt, man sollte sich gut überlegen, inwieweit man den aufgedruckten Spannungsmaximalwert tatsächlich ausnutzt. Okay, so.
gehen wir das Ganze noch einmal durch. Bei Rahmenkondensatoren prinzipiell besteht ein Kondensator immer aus zwei Platten, ein Dielektrikum dazwischen. Die geometrischen Parameter sind die Fläche und der Abstand der Platten und dann noch die Materialkonstante εr für das eingesetzte Dielektrikum. Generell ist also unsere Kondensatorformel, unsere Kapazitätsformel hier Epsilon mal A durch D. Die Kapazität hat die Einheit Farad und ist nichts anderes als die verschobene Ladung pro Spannung. Wir können jetzt in so einem Kondensator Energie speichern, also wie elektrisch ist Cu Quadrat halbe, und wir können ihn als frequenzabhängigen Widerstand verwenden, wie wir später noch sehen werden. Wir haben zwei Möglichkeiten, das Ganze aufzubauen. Einschicht, Single-Layer-Keramikkondensatoren werden herangezogen für kleine Kapazitäten. Kann man auch gleich über die Klasse 1 reden. Klasse 1 ist also sehr stabil, altert praktisch nicht, ist von der Spannung hier entsprechend unempfindlich, wenn man das Ganze nimmt. Hat aber einen Nachteil, nur kleine Werte, Pico bis Nanofarad, das Epsilon R ist ungefähr 40. Typische Materialabkürzungen COG oder CMG und NPO. Die Alternative ist ein Mehrschicht, ein Multilayer-Kondensator. Das heißt, was macht man hier? Man nimmt also mehrere von diesen Schichten her und verbindet sie kammartig an den Seiten und erhält damit eine Parallelschaltung von Kapazitäten. Und die addieren sich nun. Das heißt, wir können eine weitere Erhöhung der Kapazität über Klasse 2 Materialien bekommen. Die haben ein Epsilon R von 15.000. Typisches Klasse 2 Material, wenn man also die Abkürzung auch noch irgendwo findet, ist also X7R. Oder Y5V, wenn man die sieht, dann weiß man Klasse 2. So. Wir haben hier allerdings den Nachteil, wir können zwar große Kapazitäten hinbekommen, also in dem Bereich bis zu Mikrofarad erreichen, aber die Kapazität ist von der Temperatur abhängig, von der Zeit abhängig und von der Spannung abhängig. Bei all den Dingen fällt sie herunter. Die Toleranzen sind typischerweise plus minus 20% von Kondensatoren. Einkaufen kann man es mit den E-Reinwerten, meistens E6, die hier dargestellt sind. Wie gesagt, der Einsatz in Störung und Energiespeicherung. Wie sieht die Ersatzschaltung eines Kondensators aus? Das wollen wir haben, das bekommen wir. Wir haben also die Selbstentladung modelliert durch den Entladewiderstand. Dann eine Induktivität in Serie, die durch den gesamten das Magnetfeld entsteht, das eben bei den Zuleitungen der Ströme sich hier aufbaut. Und einen Widerstand, der die Erwärmung modelliert, speziell eben bei Wechselspannungsanwendungen auftritt. Was ist der Vorteil von Keramikkondensatoren? Sie sind ungepolt, also man braucht sich um die Spannungsrichtung nicht kümmern. Sie sind spannungsfest, wenn sie groß genug sind. Sie haben eine geringe Alterung verglichen mit einem Elko. Also das sind aber die Vorteile. Die Nachteile: Sie haben relativ kleine Kapazitäten. Keramik kann leicht brechen, also aufpassen auf Vibrationen und Temperaturschocks. Und wenn sie brechen, dann schließen sie gerne kurz. Und das bedeutet also, die gesamte Schaltung, die da praktisch davor liegt, ist kurz geschlossen, alles dahinter ist auf Null, es kann nichts mehr versorgt werden, also bei Stromversorgungen ist aufzupassen. Und wenn wir uns dann noch ansehen, was passiert bei Klasse 2 Kondensatoren, die Kapazität geht runter, wenn die Spannung nach oben geht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, alles Gute.